Am 5. Januar 2011 wurde dem ersten Kanzler der Bundesrepublik aus Anlass des 135. Geburtstages gedacht. Alte Mitstreiter Adenauers, Vertreter der Adenauer-Familie und politische Repräsentanten pilgerten an diesem Tag auf dem verschneiten Rhöndorfer Waldfriedhof zum Familiengrab Adenauers. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ durch Bundesminister Dr. Norbert Röttgen am Grab Adenauers einen repräsentativen Kranz niederlegen. Weitere offizielle Kränze kamen unter anderem vom Präsidium des NRW-Landtags Düsseldorf, dem Kreis und verschiedene Organisationen. Die zentrale Gedenkfeier zum 135. Geburtstag von Konrad Adenauer fand auf dem Petersberg bei Bonn statt, der einen historischen Bezug zum Bundeskanzler hat. Das heutige Hotel Petersberg war früher Gästehaus der Bundesregierung. Bei der Gedenkfeier betonten die Redner die von Adenauer vertretenen Werte: Menschenrechte, Freiheit und Frieden sind immer aktuell. Die Bedeutung der Informationsarbeit für die junge Generation betonte Familienchef Konrad Adenauer III., der Notar, der Vorstandsmitglied der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus und Sprecher der Familie ist, lud die Öffentlichkeit zu Besuchen im ehemaligen Wohnhaus Adenauers in Rhöndorf ein. Besuche an diesem historischen Ort sind das ganze Jahr hindurch möglich.